Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers und natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um die Anime-Serie Dragon Ball Z Kai, The Final Chapters, wie auf einmal ein Untertitel hinzugefügt wurde. Ich zeige euch heute die siebte Serienbox mit den Episoden 99 bis 114. Ich habe die Blu-ray-Version, wie man das hier oben erkennen kann. Hier befindet sich das Kase-Anime-Logo, also der Publisher der Serie in Deutschland. Und auf dem Cover sehen wir dann Son Gohan, wo er dann, ich glaube, mittlerweile 16 Jahre alt ist und auf die Oberschule geht. Und dann hier seine Mitschülerin Videl, die, sage ich mal, für die Handlung ja doch recht wichtig ist und auch eine Beziehung mit Son Gohan ja pflegt, möchte ich mal sagen. Und falls euch das noch nicht aufgefallen ist, im Hintergrund von dieser Box wird dann noch immer gern so ein Shenlong-Artwork oder von einem Drachen eben, ich denke mal, es wird hauptsächlich, oder es wird immer Shenlong sein, im Grunde, so wie ich das sehe, abgebildet sein, ist auch ein sehr, sehr nettes Detail. Ja, auf der Außenseite befindet sich dann hier unten dann das Cover, was auch vorne auf dem, ja, das Artwork des Covers, was ja auch auf dem Cover drauf ist eben, wird hier abgebildet. Hier haben wir dann das Logo von Dragon Ball Z Kai, The Final Chapters. Also The Final Chapters bedeutet eigentlich nur, dass das hier jetzt die zweite Staffel ist. Da sage ich gleich noch was zu. Hier oben dann die Nummer 7, dass es die siebte Serienbox ist. Darüber dann eben das Toei Animation Logo und hier drüber noch das Kase Anime Logo. Und so sieht die Rückseite aus. Ich halte euch das gerne mal wieder in die Kamera. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut lesen. Also wenn euch das interessiert, dann dürft ihr jetzt gerne stoppen. Und hier ist dann eben dann ein Artwork von Son Gohan als Super, ich weiß nicht, Super Saiyaman, nee, der große Saiyaman nennt er sich, abgebildet ist. Und hier drunter nochmal die Angabe Episoden 99 bis 140, hier dann eben der Text und darunter ein paar Screenshots aus der Serie. Und man sieht, es geht wieder zum Tenkaichi Budokai, also zum großen Turnier, das müsste das 25. sein. Und das 24. Wort ja nicht gezeigt, weil die Serie hat ja mit der zweiten Staffel, also The Final Chapters ist die zweite Staffel im Grunde, einen Zeitsprung von 7 Jahren gemacht und die Zeit dazwischen eben nicht wirklich gefüllt. Und das Turnier soll auch laut des Turnieransagers, den man hier dann noch sehen kann im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut in der Kamera sieht, das Niveau soll da wohl sehr gesunken sein und er freut sich natürlich sehr, Son Goku und Co. da wiederzusehen. Ja, was kann man sagen zu den Sprachen, also zu den technischen Spezifikationen? Der Anime liegt wieder in Deutsch und Japanisch vor. Es gibt auch deutsche Untertitel, die sind bei der japanischen Sprachausgabe allerdings Pflicht. Die kann man jetzt nicht abschalten, wenn man Japanisch kann. Was ich halt immer sehr schade finde, weil ich meine Japanisch-Skills immer gerne mal verbessere und so relativ schnell abgelenkt werde, weil ich ja dann eben auch auf die Untertitel achte. Laufzeit 400 Minuten und Soundformat liegt in DTS:HD Master Audio 2.0 vor und das reicht vollkommen aus. Also es ist ein wirklich sehr, sehr guter Klang. Tonformat in 1080p. Und zu den technischen Spezifikationen möchte ich an der Stelle sagen, dass die Bildqualität wirklich erheblich verbessert wurde seit der letzten Serienbox. Also man hat da schon gemerkt, dass man sich für die zweite Staffel dann nochmal ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Bei der Musikgestaltung muss ich allerdings sagen, ich finde es schade, dass man ja hier auf eine andere Musikuntermalung dann gesetzt hat, auf einen anderen Soundtrack, und der ist zwar gut und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man gewöhnt sich relativ schnell dran, aber es hat halt nicht mehr diesen Dragon Ball Flair, der entwickelt sich erst wieder so im Lauf dieser Serienbox, das kann ich euch sagen, es ist auf jeden Fall nett. Nur das Intro-Lied und das Opening-Lied und das Ending-Lied, das hat im Grunde so gar nichts mehr so mit diesem Dragon Ball-Gefühl zu tun, was ich ein bisschen schade finde. Ja, dann holen wir die mal hier raus. Und so sieht diese Box vom Schuber hier wieder innen aus. Also hier mal wieder das FSK-Logo. Das war ja, wie gesagt, vorher eingeschweißt, draufgeklebt, kann man leicht abziehen, gar kein Problem. Und hier natürlich das Cover, welches ihr auch auf dem richtigen Cover sehen könnt. Es ist die siebte Serienbox, also das wisst ihr ja eigentlich alles schon. Und auf der Rückseite ist dann ein Artwork vom Charakter Mr. Satan, also Videls Vater, abgebildet. Und ich habe es euch ja schon mal erzählt, er ist eigentlich ein sehr, sehr ulkiger Charakter, der sehr viel auf sich hält, aber im Grunde gar nichts kann. Und selbst seine Tochter hat ihn sicherlich in jungen Jahren schon überflügelt.
Und das merkt sie im Grunde auch im Laufe der Handlung dieser Serienbox. Ja, wenn wir hier einmal die Box aufklappen, dann haben wir hier Artworks von von Trunks und Son Goten, also Son Gokus zweiten Sohn, den er halt gezeugt hat, bevor er gestorben ist, in Super Saiyajin Form. Also die sind sehr, sehr viel schneller im Lernen als ihre Väter Vegeta und Son Goku. Und ja, hier haben wir dann wieder ein paar, oder die beiden Discs. Also jetzt kann man es sehr schön sehen. Also auf der linken Disc, also Disc 1 mit den Episoden 99 bis 106, ist dann der große Saiyaman, im Grunde Son Gohan, abgebildet. Und auf der zweiten Disc mit den Episoden 107 bis 114 sind dann Son Goten und Trunks abgebildet. Ja, und dann kommen wir auch direkt zum Bonusmaterial. Also einmal wieder die Postkarten. Hier kämpfen dann eben Son Goten mit und Trunks beim Tenkaichi Budokai. In der Kinderliga wohlgemerkt, das wurde neu eingeführt. Und hier haben wir dann ein Artwork, was so nicht in der Serie vorkommt. Und zwar, hier ist der große Saiyaman zu sehen. Und hier ist dann Son Goku, man sieht den Heiligenschein, also er ist halt zu der Zeit tot. Und hier haben wir dann Mighty Mask im Grunde, wobei man hier natürlich sehen kann, wer dahinter steckt. Und im Hintergrund noch Piccolo, also ganz nett. Und hier sehen wir dann noch Son Goten mit Son Gohan beim Training. Und ja, hier haben wir dann nochmal Son Goten abgebildet, der übrigens seinem Vater sehr, sehr ähnlich sieht. Wie er damals halt auch als Kind schon beim Tenkaichi Budokai teilgenommen hat, das erkennt auch der Moderator des Turniers. Und ja, ansonsten ist hier dann eigentlich nur der Episodenguide drin mit allen Episoden, die drin vorkommen. Und noch ein paar Artworks, also ein bisschen Dragon Ball Atmosphäre, ist auf jeden Fall sehr nett. Ob man es jetzt allerdings nicht noch was schöner gemacht hätte, eventuell auch mit digitalem Bonusmaterial, sei mal dahingestellt. Ja, ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten bei der siebten Serienbox. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass es was langsamer vorangegangen ist. Ich kann aber ebenso verstehen, wenn es jetzt Fans von Dragon Ball gibt, die das gerne ein bisschen ausführlicher mit den Kämpfen gesehen hätten. Aber da kommt es noch zu, in der achten Serienbox wird es wieder richtig, richtig abgehen, weil es kommt natürlich auch ein neuer Feind dazu, der sicherlich noch ein bisschen stärker ist als Cell. Und ihr könnt mir jetzt sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die zweite Staffel, beziehungsweise der Beginn der zweiten Staffel, gefallen hat. Welche Staffel euch besser gefällt? Was hättet ihr vielleicht anders gemacht, wenn ihr Toriyama gewesen seid? Oder war die zweite Staffel auch damals von Dragon Ball Z nur eine Geldmolkerei? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, sagt mir, was ihr davon haltet. Und ja, ich hoffe, euch hat dann auch mein Unboxing-Video zur siebten Serienbox gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zur Serie habt, dürft ihr mir die sehr gerne in den Kommentaren stellen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!